Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Christian. Heute ausnahmsweise kein Thema zum Vermögensaufbau. Es geht fokussiert um die neue Feststellung der Grundsteuer über Elster. Du weißt, im Rahmen der Grundsteuerreform 2022 soll für jedes Grundstück eine eigene Grundsteuererklärung eingereicht werden. Keine Sorge, wir machen das jetzt zusammen, Schritt für Schritt, ganz easy. Und ich gebe dir wichtige Tipps und Anregungen, wie du optimal die Feststellungserklärung zur Grundsteuer für all deine Objekte über Elster an dein Finanzamt übermittelst. Kleine Anmerkung, die Grundsteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft werden wir nur ganz am Rande besprechen. Es geht in dem Beitrag heute insbesondere um Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngrundstücken, zum Beispiel einem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder Eigentumswohnungen. Zwei Beispiele werden wir 1:1 in Elster durchgehen und lösen. Beispiel 1, das ist der Grundfall, Grundsteuer-Elster-Formular für ein selbstgenutztes Einfamilienhaus. Für ein Zweifamilienhaus gilt der Fall auch. Beispiel 2, Fall 2, Grundsteuer-Elster-Formular einer fremdvermieteten oder selbstgenutzten Eigentumswohnung. Nein, ich bin kein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, viel schlimmer, aber ich sag dir, worauf es ankommt und wo sich Mehrarbeit lohnt. Bitte berücksichtige daher, alles weitere ist keine Steuerberatung. Die Fälle, die wir besprechen und Varianten, das sind alles erdachte Beispielsfälle. Gut, ganz wichtig. Optimal verfügst du über einen eigenen Elsterzugang. Grundsätzlich könnte aber auch jeder andere, der über einen Elsterzugang verfügt, die Grundsteuererklärung für dich abgeben, zum Beispiel Freunde, Freundinnen, Eltern, Kinder oder Geschwister und so weiter. Trotzdem würde ich mir kurzfristig ein eigenes Elster-Benutzerkonto über elster.de erstellen. Spätestens ab der zweiten Steuererklärung profitierst du unheimlich von den Vorjahresdaten. Zur Registrierung auf Elster einfach auf der Startseite auf Benutzerkonto erstellen klicken und den Anweisungen folgen. Kleiner Tipp, wähle bei der Registrierung als Login-Option grundsätzlich immer die Option über die Zertifikatsdatei aus. Zweiter Tipp, registriere dich mit deiner steuerlichen Identifikationsnummer. Viele Steuerdaten werden dann zukünftig automatisch beigestellt. Und dritter Tipp, bei der Elster-Registrierung, die E-Mails, die du im Rahmen deiner Registrierung erhältst, sorgsam alle durchlesen. Wer die Elster-Registrierung schon abgeschlossen hat, einfacher Klick auf der Elster-Startseite. Oben rechts auf Login. Die Elster-Anmeldung sieht grundsätzlich immer genauso aus. Über den Button Durchsuchen wählst du deine Zertifikatsdatei aus. Die Endung lautet immer PFX. Oft wird dir der richtige Pfad direkt mit angezeigt. Anschließend fehlt noch dein Passwort. Passwort eintragen. Klick auf Login und kurz warten. Okay, wir sind drin. Wir starten jetzt im Grundfall Grundsteuererklärung über Elster für dein selbstgenutztes Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus und füllen die Formulare zusammen aus. Dazu besprechen wir zwei Varianten. In Variante 1 gehört dir das Haus komplett alleine. Variante 2, deinem Ehepartner gehört ebenfalls ein Anteil. Die Anlage vom Informationsschreiben deines Finanzamtes zu der Immobilie erhält schon einige wichtige Daten, die wir jetzt gleich benötigen. Zum Grundfall Einfamilienhaus blende ich ein Musterinformationsanschreiben von deinem Finanzamt mal ein. Wichtig sind unter anderem dein Aktenzeichen, Grundbuchblatt, Flur, Flurstückzähler und Flurstücknenner und optimal auch schon der entsprechende richtige Bodenrichtwert. Okay, jetzt zur Grundsteuererklärung. Ohne mein Elster im Detail zu erklären. Für uns heute interessant ist das Feld Alle Formulare. Der alternative Weg ging über das Seitenmenü über Formulare und Leistungen. Hier sehen wir jetzt schon alle möglichen wichtigen und unwichtigen Formulare. Für uns wichtig ist die Grundsteuer. Kurzer Klick und anschließend wähle ich mein Bundesland aus. Im Beispielsfall lösen wir zwei Fälle aus NRW. Auswahl also Grundsteuer für andere Bundesländer. Datenübernahme wird es mangels Daten noch keine geben. Hier sind keine Angaben zu machen, also ohne Datenübernahme fortfahren. Bei der Grundsteuer von Wohngrundstücken, egal ob Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder Eigentumswohnungen, ist bei der Anlagenauswahl wichtig der Hauptvordruck, der GW1, der ist automatisch schon vorausgewählt. Zusätzlich benötigen wir die Anlage Grundstück, GW2. Anlage Grundstück, GW2, klicken wir also direkt mit an.
Weiter geht's. Jetzt befinden wir uns schon auf der Startseite des Grundsteuerformulars. Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes. Jetzt aus dem Informationsschreiben erstmal das Aktenzeichen einpflegen und vorab das Bundesland auswählen. In unserem Beispiel liegt mein selbstbewohntes Einfamilienhaus in NRW und mein Aktenzeichen aus dem Informationsschreiben lautet 12x3 und einmal die 4. Okay, nächste Seite. Jetzt öffnet sich der Hauptvordruck und die Seitenübersicht zum Hauptvordruck. Wir klicken wieder auf nächste Seite, um mit den Eintragungen zu beginnen. Wir kommen zu Punkt 1, Angaben zur Feststellung. Bei der Neubewertung eines Grundstücks handelt es sich immer um eine Hauptfeststellung. Meine Wahl also Hauptfeststellung. Die Art der wirtschaftlichen Einheit meines Einfamilienhauses oder auch Wohnung ist ein bebautes Grundstück. Okay, nächste Seite, hiermit sind wir fertig. Kommen wir zu Punkt 2, Lage des Grundstücks. Hier gebe ich die Adresse meines Einfamilienhauses ein oder Wohnung Rosenthal 100 53111 Bonn. Die Angaben können wir ebenfalls im Informationsanschreiben entnehmen. Der Punkt mehrerer hebeberechtigte Gemeinden kommt selten vor. Eher bei sehr großen Grundstücken der Land- und Forstwirtschaft und spielt jetzt keine Rolle. Nächste Seite. Gemarkung bzw. Flurstück. Für unser Einfamilienhaus oder Wohnung tragen wir jetzt sorgsam die Werte aus dem Informationsschreiben ein und klicken dazu auf Gemarkung und Flurstück hinzufügen. Also die Werte zur Gemarkung und Flurstück laut dem Informationsschreiben vom Finanzamt werden jetzt eingetragen. Gemarkung ist bei mir zum Beispiel Bonn, Grundbuchblatt 054302, Flur 67, Flurstückzähler 128, Flurstückländer 0, Fläche 692 Quadratmeter. Bei dem Unterpunkt 11 trage ich den Anteil ein, der mir am Flurstück gehört. Bei Einfamilienhäusern grundsätzlich voll, Zähler 1, Nenner 1. Bei Wohnungen ist jetzt wichtig, in die Teilungserklärung zu schauen, welcher Anteil gehört dir am Flurstück. Kommen wir später noch zu, wir machen erstmal weiter mit einem Einfamilienhaus. Wenn das Objekt nur eine Fläche besitzt, trage ich ganz unten noch die erste Fläche Schlüsselwert 1 ein. Okay, meine Eingaben übernehme ich mit dem Klick auf Gemarkung und Flurstück übernehmen. Und nächste Seite. Punkt 4, Angaben zum Eigentümer. Bin ich Alleineigentümer des Einfamilienhauses? Ja, bin ich, also Auswahl 0. Alleineigentum einer natürlichen Person. Gehört ein Anteil auch meinem Ehegatten, Lebenspartner, wäre die Auswahl 4. Richtig, als Alleineigentümer füge ich mich hinzu, unter Eigentümer Beteiligter hinzufügen. Jetzt trage ich meine Angaben ein. Anrede, Geburtsdatum, Name, Straße, Hausnummer, Telefonnummer lasse ich weg, Postleitzahl, Ort, Wohnsitzfinanzamt, Steuernummer und Identifikationsnummer. Wäre beispielsweise auch meine Ehefrau zu zum Beispiel 50% beteiligt am Objekt, würde ich hier bei mir nur ein Halb eintragen, also Zähler 1, Nenner 2. Und zusätzlich meine Ehefrau als Eigentümer einpflegen, ebenfalls mit Zähler 1, Nenner 2. Im Grundfall bin ich aber Alleineigentümer. Kurz nochmal zur potenziellen beteiligten Ehefrau, diese würde ich hier noch zubauen. Okay, herzlichen Glückwunsch, mit dem Grundsteuerhauptvordruck sind wir damit fertig. Jetzt wechseln wir über das Seitenmenü zur Anlage Grundstück, GW2. Diese sehen wir links am Rand. Erscheint die Anlage nicht, einfach nochmal unten links auf Anlage hinzufügen klicken und gegebenenfalls die Anlage Grundstück GW2 noch hinzufügen. Anlage Grundstück GW2, da sind wir. Zur Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes sehen wir jetzt die Teilseiten der Anlage Grundstück. Alle Teilseiten werden wir nicht benötigen. Wir starten mit Klick auf nächste Seite, Punkt 1 der Anlage Grundstück, Angaben zur Grundstücksart. In unserem Beispiel ein Einfamilienhaus. Wenn es ein Zweifamilienhaus wäre, würde ich diesen Punkt markieren. Grundsätzlich sind Einfamilienhäuser nicht grundsteuerbefreit oder vergünstigt. Deshalb überspringen wir Punkt 2, Angaben zur vollständigen Grundsteuerbefreiung. Und auch Punkt 3 überspringen wir, Angaben zu vollständiger Grundsteuervergünstigung. Wir machen weiter mit Punkt 4. Punkt 4, Angaben zum Grund und Boden. Die Fläche und den Grund- und den Bodenrichtwert müssen wir jetzt hier eintragen, über weitere Flächen hinzufügen.
Die Angaben stehen auf dem Informationsschreiben. Laut meinem Informationsschreiben soll der Bodenrichtwert über eine zweigeschossige Nutzungsart 1060 Euro betragen. Die zweigeschossige Nutzungsart passt im Beispiel. Nach der Eintragung mit dem blauen Häkchen bestätigen. Der Bodenrichtwert erscheint mir aber recht hoch. Um das nochmal zu überprüfen, schauen wir nach unter grundsteuer-geodaten.nrw.de. Für ein Bundesland außerhalb von NRW, schau mal unter www.bodenrichtwerte-boris.de nach. Dort findest du die Grundsteuer-Geodaten zu deinem Bundesland. Die Seite wird auch unter dem Video verlinkt. Okay, zur Kontrolle des Bodenrichtwertes wechsle ich zu grundsteuer-geodaten.nrw.de und wähle anschließend Grundsteuer B aus. Die Adresse aus dem Beispiel lautet Rosenthal 100 53111 Bonn. Ich klicke auf das Grundstück und sehe anschließend, okay, die Angaben im Informationsanschreiben waren zutreffend. Bodenrichtwert 1060 Euro bei zweigeschossiger Nutzungsart. Also Fläche des Grundstücks und Bodenrichtwert waren zutreffend. Zurück zu Elster und nächste Seite. Punkt 5, Angaben zum Wohngrundstück und Ertragswert. Wir fügen das Beispielobjekt, das Beispiel Gebäude hinzu durch Klick auf Gebäude hinzufügen. Hier sehen wir zu dem Wohngrundstück die Teilseiten und starten mit den allgemeinen Angaben. Wichtig hier Baujahr des Gebäudes, wenn das Gebäude nach 1949 bezugsfertig war. In unserem Beispiel war Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit das Jahr 2000. Wer sein Gebäudebaujahr nicht spontan kennt, könnte in seinen Kauf- oder Bauunterlagen schauen. Der nächste Punkt Kernsanierung ist wichtig. Diesen Satz merken. Grundsätzlich gilt, je älter ein Gebäude, je günstiger die Grundsteuer. Mit einer Kernsanierung wird das ursprüngliche Baujahr nach vorn verlagert. Man spricht dann von einem angenommenen Baujahr. Grundsätzlich ist die Grundsteuer also günstiger ohne Kernsanierung. Die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Kernsanierung sind recht breit. Dazu gehört die komplette Erneuerung der Dacheindeckung, der Fassade, der Innen- und Außenwände mit Ausnahme der tragenden Wände, der Fußböden, der Fenster im Innen- und Außenbereich sowie sämtlicher technischer Systeme, wie zum Beispiel der Heizung, das Abwassersystem, einschließlich der Grundleitungen, elektrische Leitungen und Wasserversorgungsleitungen, sofern diese technisch dann einwandfrei auch neuwertig sind. Erst frühestens dann liegt eine Kernsanierung vor. Und erst dann würde ich das Jahr der Kernsanierung einpflegen. Nächste Seite, Garagen- und Tiefgaragenstellplätze. Die Anzahl würde man hier eintragen. Zu dem Beispielhaus gehört eine Garage. Steuerbefreiungen und Steuervergünstigungen liegen keine vor. Nächste Seite. Angaben zu den Wohn- und Nutzflächen. Jetzt wird es wieder wichtig, diesen Satz ebenfalls verinnerlichen. Ganz grundsätzlich, je kleiner die Wohn- und Nutzfläche eines Gebäudes, je geringer die Grundsteuer. Die Wohnfläche, Umfang und Ermittlung ergibt sich zum Beispiel aus der Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung. Die Wohnfläche könnte man den Bauunterlagen oder dem Mietvertrag entnehmen. Mit der Wohnflächenberechnung werde ich mich daher zu all meinen Immobilien nochmal intensiv befassen und sorgsam nachmessen. Zum Beispiel erst ab einer Raumhöhe von 2 Metern geht die Wohnfläche vollständig in die Berechnung ein. In Bereichen, in denen die Raumhöhe zwischen 1 und 2 Metern beträgt, zählt die Fläche nur hälftig. Bei Treppen mit mehr als 3 Stufen keine Wohnfläche. Treppen müssen komplett abgezogen werden. Wichtig, die Grundflächen von Zubehörräumen sind nicht einzutragen. Zubehörräume sind unter anderem Kellerräume, Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung. Waschküchen und Trockenräume, Bodenräume und Heizungsräume gehören noch dazu. Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von häuslichem Arbeitszimmer. Wintergärten zur Hälfte, Schwimmbäder und ähnliche nach allen Seiten geschlossene Räume zur Hälfte, sowie Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der Wohnung gehören, zu einem Viertel. Noch in den 80ern und 90ern wurden in viele Einfamilienhäuser Schwimmbäder gebaut, bei denen das Schwimmbecken mittlerweile mit Holzkonstruktionen verschlossen und der Bereich zu Fitnessbereichen umfunktioniert wurde.
Diese Räume würde ich ebenfalls nur zur Hälfte berücksichtigen. Gut, ein Link zur Wohnflächenberechnung, wie richtig gemessen wird, verlinke ich unter dem Beitrag. Also wichtig, sorgsam nachmessen. Über die Jahre können schon 20 Quadratmeter mehr oder weniger einiges ausmachen. Anschließend den Wert entweder mit einer Wohnfläche unter 60 Quadratmetern in Zeile 11, ab einer Wohnfläche von 60 Quadratmetern bis 100 Quadratmeter in Zeile 12 und ab einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern und mehr den Wert in Zeile 13 eintragen. Ich habe bei mir schon exakt nachgemessen und komme auf glatt 160 Quadratmeter. Die Wohnfläche 160 Quadratmeter trage ich also in Zeile 13 ein, Wohnfläche von 100 Quadratmetern und mehr. Anzahl der Wohnungen 1. Steuerbefreiungen und Steuervergünstigungen sind in unserem Fall wieder irrelevant. Okay, im Grundfall sind wir jetzt durch und könnten unsere Angaben prüfen. Einfacher Klick auf Prüfen, oben links. Gut, sieht gut aus, es sind keine Fehler vorhanden. Wir klicken auf Weiter und können jetzt alle Angaben nochmal überprüfen. Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes. Zum 1. Januar 2022 stimmt. Aktenzeichen stimmt auch. Hauptfeststellung, Anlage des Grundstücks ist okay. Gemarkung und Flurstücke, Gemarkung Bonn, Grundbuchblatt, passt soweit. Fläche passt auch, 692 Quadratmeter. Eigentumsverhältnisse, ja, ich bin Alleineigentümer. Meine persönlichen Angaben, okay, Einfamilienhaus, Bodenrichtwert 1060 Euro, stimmt auch. Bezugsfertigkeit 2000, stimmt auch. Eine Garage ist dabei. Es ist okay, ja, passt, gut. Okay, wenn alles stimmt, können wir denen die Erklärung absenden. Und die Grundsteuererklärung geht ans Finanzamt. Im Anschluss kommt begleitend noch eine Bestätigungs-E-Mail in dein Elster-Postfach und an deine hinterlegte E-Mail-Adresse. Abschließend noch kurz zum Fall 2, Grundsteuer Elster deiner fremdvermieteten oder selbstgenutzten Eigentumswohnung. Im Grunde läuft alles sehr ähnlich wie im Grundfall. Wir besprechen kurz die Änderungen. Für Fall 2 sieht das Informationsanschreiben so aus. In unserer Beispielsabwandlung ist das Grundstück Rosenthal 100 viergeschossig bebaut. Die Wohnung in dem Anwesen steht im Alleineigentum und ist vermietet an einen fremden Dritten. Ansonsten keine Änderung zum Grundfall. Selbe Größe und ebenfalls ist eine Garage dabei. Die erste Änderung gibt es im Hauptvordruck GW1 unter dem Punkt Gemarkung bzw. Flurstück. Im Rahmen von Unterpunkt 11 trage ich den Anteil ein, der mir am Flurstück gehört. Bei Wohnungen ist es jetzt wichtig, in die Teilungserklärung zu schauen, welcher Anteil gehört mir am Flurstück. Zum Beispiel beträgt mein Anteil am Grundstück laut Teilungserklärung 85 zu 1000. Die 85 zu 1000 trage ich also jetzt hier ein. Jetzt können wir schon zur Anlage Grundstück GW2 wechseln. Vorab unter 1 Angaben zur Grundstücksart Wohnungseigentum. Hier anstatt Einfamilienhaus Wohnungseigentum auswählen. Weiter geht's mit dem Punkt 4. Angaben zum Grund und Boden. Der Bodenrichtwert hat sich geändert. Wichtig für uns jetzt der Bodenrichtwert für eine mehrgeschossige Bauweise. Also keine 1060 Euro, sondern nur noch 980 Euro. Zusätzlich ändert sich die Fläche des Grundstücks. 692 Quadratmeter mal dem Eigentumsanteil von 85 zu 1000. Im Ergebnis also zu unseren Gunsten 58 Quadratmeter. Merke, im Steuerrecht wird immer zugunsten des Steuerpflichtigen gerundet. Da sich bei den übrigen Werten nichts geändert hat, sind wir auch mit Fall 2 schon fertig. Kurze Prüfung, kein Fehler vorhanden. Prima, können wir so absenden. Kurzes Fazit. Du hast gesehen, die Grundsteuererklärung ist relativ leicht selbstständig ohne fremde Hilfe auszufüllen. Wichtige Punkte sind die Überlegung zur Kernsanierung, ja oder nein, und die ordnungsgemäße Wohnflächenberechnung. Die Kontrolle kostet etwas Mühe und Arbeit, die Mühe würde ich mir aber unbedingt machen. Den jeweiligen Bodenrichtwert würde ich persönlich wie im Grundfall jeweils zu jedem Aktenzeichen auch nochmal gesondert kontrollieren. Eine kleine Sache noch, das gilt grundsätzlich für alle Steuererklärungen. Wenn eine Steuererklärung erstmal mit Elster ans Finanzamt übermittelt wurde und dir ist aber noch im Nachhinein ein Fehler aufgefallen oder du willst noch irgendwas korrigieren oder ergänzen,
Kein Problem, schick einfach die Erklärung nochmal ab. Solange deine Erklärung noch nicht bearbeitet wurde, wird immer nur der letzte Datensatz der Erklärung berücksichtigt. Okay, herzlichen Dank dir fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat und dich etwas unterstützen konnte, sei so lieb, lass gerne noch ein Like da. Wenn du bereits über einen Elster-Zugang verfügst, hast du die größte Hürde schon genommen. Bis auf die Kontrolle der Wohnfläche gehen die Eintragungen dann recht schnell. Termin zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist grundsätzlich noch bis zum 31.10. Wäre top, wenn du es bis dahin schaffst. Schreib mir Fragen, Wünsche, Anregungen gerne in die Kommentare. Danke dir nochmal. Bis nächste Woche. Ciao.